Fantastic. Einen wunderschönen Samstagnachmittag. Ich bin's wieder, Matthias, mit einer weiteren Folge Boom Beach. Und wir gucken mal, was ansteht. Wir sammeln natürlich erstmal hier die Ressourcen ein. Und gucken dann mal, ich kann eventuell gleich was bauen, beziehungsweise ausbauen. Dazu brauche ich aber noch Holz. Ich will nämlich noch weitere Kanonenboote bauen. Da muss ich aber erst noch gucken, was da noch so an Holz gleich anfällt bei den Angriffen. Deswegen muss ich dann erst noch schauen. Ah, wir wurden auch schon wieder geplündert, sehe ich. Ja, guck mal. Schön, wurde uns direkt 74.000 Gold wieder abgezogen. Können wir uns mal eben einmal ganz kurz anschauen, auf jeden Fall, weil da können wir definitiv oft das raus lernen. Wenn wir denn sehen, wie die Leute uns angegriffen haben. Gerade jetzt mit der neuen Base. So, auch da hinten rein. Mit dem Bombardement und dann hier vorne nochmal drauf. Okay, die Kanonen haben sie dann nochmal easy weggekriegt. Und damit Heavys und Sugars. Das scheint echt so die Haupttaktik zu sein von den meisten. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, dass man natürlich hier easy mit Rauchgranaten hinkommt. Klar, aber wie willst du es sonst verhindern? Da kannst du höchstens noch Minen hinlegen. Aber dann, wenn ich die Minen hier wegnehme, dann kann man außen rumlaufen. Also irgendwie ist das immer so ein zweischneidiges Schwert, weil ganz verteidigen kann man sich sowieso nicht. Das funktioniert einfach nicht. Weil irgendwelche Taktiken gibt es meistens mit den stärkeren Truppen, uns dann auseinanderzunehmen. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob wir nicht noch ein bisschen Holz bekommen können. Oder vor allem auch Gold, damit wir gleich noch ein paar Truppen upgraden können. Jetzt ist hier aber gar nicht so viel gerade. Ich muss mich mal ein bisschen umgucken. Ich habe gestern Abend wieder den Fehler gemacht, noch am Handy 3-4 Dörfchen zu besiegen. Was heißt den Fehler? Aber das, die fehlen mir dann halt natürlich für die Aufnahme. Aber das hier sieht doch schon mal ganz gut aus. Was haben wir denn hier alles? 3 Flammenwerfer. Ah, starker Raketenwerfer. Naja, wir belassen es erstmal in Ruhe und gucken uns vielleicht noch ein tieferes Dörfchen an. Level 33, aber da lohnt sich's auch nicht. Level 29, was ist das denn wohl? Beißt gerade schon wieder der Kater in mein Kabel vom Headset. Ah, geh doch mal weg jetzt. So. Das lohnt sich irgendwie auch vorne und hinten. Ich hab mir überlegt, wir machen jetzt echt nur noch Sachen, wo sich auch der Loot ein bisschen lohnt, damit wir nicht sozusagen mit den Siegespunkten unendlich hochkommen für Sachen, die sich nicht lohnen. Weil nur um da irgendwie zu gewinnen, bringt uns das ja auch nichts. Aber das hier sieht doch schon mal ganz gut aus. 85.000 ist ja immerhin etwas. Und dann haben wir wenigstens was geschafft heute. Vor allem sieht das auch so aus, als könnten wir es packen. Das ist ja auch schon mal die Hauptsache meistens, wenn wir das dann schaffen. Hier gibt es noch gar keinen Raketenwerfer, wenn ich das richtig sehe. Dann werden wir hier auch nicht so viel verlieren. Da machen wir mal auf jeden Fall ein Bombardement hin. Dann sind nämlich die beiden Boom-Minen mit weg. Und hoffentlich auch der Flammenwerfer. Nein, natürlich noch nicht der Flammenwerfer. Hier machen wir mal noch den Mörser und dann da noch einen hin. Und dann setzen wir uns einfach mal hier hin und laufen mal darüber. Mal gucken, was da noch so ansteht. Den Mörser machen wir noch eben ganz weg hier. Hopp, 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 hopp. Und dann betäuben wir mal auch hier die Maschinengewehre, dass die uns gar nicht so lange schon auf den Sack gehen. So, da den Mörser tickern wir auch nochmal eben an. Ah, jetzt geht das Maschinengewehr natürlich doch schon los, aber okay, wenn man es trotzdem ein bisschen betäubt, bevor man es angreift, kann natürlich immer nicht schaden, weil es trotzdem ja dann weniger Zeit hat, um auf einen zu schießen. So, wir sammeln uns mal ganz kurz hier und laufen einmal durch die Heilung sozusagen durch. Ich mach mal da oben noch ein Bombardement hin, dann haben wir es da hier gepackt. So, der Flammenwerfer da unten wird uns wohl gleich nichts mehr tun, ne? Torben mal hier. Dann haben wir da auf jeden Fall jetzt Ruhe, während wir quasi auf das Hauptquartier gehen. Den Mörser betäube ich auch mal eben. Und dann haben wir es doch auch schon geschafft. Ich hoffe, wir haben nicht so viel verloren. Ne? Das sah eigentlich mehr aus, als ich erwartet hatte. Okay, 32 geht noch, sagen wir es mal so. Aber, naja. Hätte auch weniger sein können, weniger Verluste. So. Könnten natürlich jetzt schon hier einiges upgraden, aber ich möchte gerne noch ein Kanonenboot, ein Landungsboot bauen. Beziehungsweise, was brauchen wir denn fürs Kanonenboot eigentlich? Das könnte man auch nochmal machen. 350.000 Holz, fehlen uns noch 100.000 Holz. Kriegen wir die nicht noch eben? Das müsste doch zu machen sein. Mal gucken. Habe ich jetzt die Truppen schon fertig gemacht eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Erkunden, was ist hier los? Ja, kommt. Kommt. Ich lade nebenbei noch hoch, dann ist Blue Sex schon mal ab und zu ein bisschen langsamer.
Ich habe natürlich keine Truppen gemacht, übrigens. Das heißt, da müssen wir nochmal ran. So, machen wir eben fertig hier. Für 15 Diamanten, ich kann schon wieder was einsetzen. Was haben wir denn? Ich habe, glaube ich, noch ein... Was habe ich denn gebaut? Wächter, ja. Zurückfordern. Ja, fordern wir mal zurück und gucken uns dann den nächsten Angriff an. Ich will jedenfalls am besten jetzt nochmal, wenn es geht, 100.000 Holz haben. Wenn es mit einem oder mit zwei Angriffen müsste das doch theoretisch auch zu schaffen sein. 25.000, 25, 66.000, Level 35. Dann hätten wir schon mal wieder einen kleinen Schritt in die Richtung und dann da nochmal. Vielleicht wird das ja was, wenn wir die beiden hier packen könnten. Komm schon, mach mal voran jetzt hier. Laden, 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 laden. Wie sieht's hier aus? Raketenwerfer müsste man da oben mal durchgehen, durch die Minen. Oder einfach von hier vorne. Ja, guck mal, das probieren wir aus. Vielleicht schaffen wir es ja. Und vielleicht wird es dann auch was mit unserem Landungsboot. Wo? Mal gucken, ich hoffe, dass jetzt hier da mal einen zwischensetzen können. Dann sind die beiden Minen weg, das ist nicht verkehrt. Dann können wir da auf jeden Fall anlegen. Sozusagen. Alter, wie viel verkackt hält denn dieser verkackte Raketenwerfer wieder aus? Und dann natürlich hier hinsetzen. Dass sie nicht erst wieder da hochrennen, die Lobis, weil sonst, ich kenne sie, sonst machen sie sich hier selbstständig und rennen da oben quer durchs Gebiet. Und, naja, das wollen wir ja, wenn es geht, vermeiden. So. Ja, gucken, wie wir es hinkriegen. Mal gucken, was da jetzt noch so ansteht. Die Flammenwerfer müssen wir auf jeden Fall hier oben noch wegmachen. Bevor es da losgeht, richtig. Ich hoffe, ich kriege den auch. Ja, nicht so ganz, aber jetzt müssen wir hier nochmal betäuben. Und uns dann vielleicht auch mal hier hin versammeln, hier irgendwo hin. Oh, jetzt habe ich zwei verschenkt, scheiße. Jetzt habe ich ein bisschen was verschenkt, aber ich hoffe, dass wir jetzt da außerhalb der Flammenwerferreichweite sind. Naja, nicht ganz. Aber dass wir es trotzdem vielleicht noch packen. Komm, gebt mal Gas da, Leute, ey, ernsthaft. Ja, das sind jetzt drei Mörser, der haut uns natürlich jetzt auf die Fresse. Aber das könnte... Ne, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Scheiße, Mann, ey. Das ärgert mich. Das ist jetzt ein bisschen blöde. Dann wird das wohl doch nichts mit unserem Landungsboot. Dann würde ich nämlich sagen, machen wir jetzt mal eben neue Truppen und gucken ganz kurz nochmal bei Clash of Clans rein. Ich habe ja mein Etappenziel gestern erreicht. Aber seitdem wurde ich auch schon wieder angegriffen. Über Nacht, weil ich jetzt halt noch kein Schild geholt habe. Es ist für mich jetzt gerade Freitagmorgen, 7.43 Uhr, wo ich das aufnehme. Weil ich jetzt am Freitag bis mittags, also mittags muss ich weg. Und deswegen muss ich bis mittags eigentlich noch mehr oder weniger die Samstags- und Sonntagsfolge aufnehmen. Samstags bin ich jetzt ja gerade dran, wie ihr seht. Und die Folge, die ich jetzt aufnehme, die kommt quasi, wie gesagt, erst Samstag online. Aber dann seht ihr ein bisschen veralteten Zwischenstand jetzt gleich, aber dann passt das schon. Und ich werde jetzt auch nicht auf diese Sachen hier sparen, sondern einfach mal irgendwas anderes ausbauen an der Verteidigung, und zwar hier mal den Flammenwerfer vorne. Den bauen wir jetzt einfach mal aus, damit wir nicht so viel Zeug übrig haben und hinterher wieder angegriffen werden, dann ist es eh wieder weg. Und jetzt gucken wir uns mal eben kurz das Dörfchen bei Clash of Clans an, wie es da aussieht jetzt, was uns der letzte Angriff gekostet hat. Da weiß ich nämlich selbst gerade nicht so. Wir haben jetzt 2161, wenn ich mich nicht alles täuscht, habe ich gestern 2679, ja genau, minus 18. Ihr seht es, wir können uns das mal angucken. Mit einer Bogenqueen hat er uns angegriffen auf Level 15. Ja, wie ist das? Das hat er uns wahrscheinlich nur hier im Rathaus, ne? Ne, auch noch ein paar Bogenschützen. Ja, und das war's. Und dafür kriege ich minus 18 Pokale. Der kriegt 18 Pokale für mein Rathaus. Ernsthaft? Was ist das denn für ein Scheiß? Ich kriege hier mal 4 oder so und er kriegt 18 Pokale fürs Rathaus. Das ist ja mal... richtig Kernschrott. Naja.
Das ist ja ein bisschen bescheuert. Naja gut, ich sammle jetzt mal hier meinen Scheiß ein. Und würde sagen, wir machen dann auch jetzt Feierabend für heute. Alles weitere seht ihr dann am Sonntag, wenn ihr wieder einschalten würdet. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Gebt einen Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Und schönen Samstagabend noch. Bis dann, ciao.